Also ich habe nur einen Ratschlag, aber der ist mir besonders wichtig, nämlich authentisch zu bleiben und sich nicht zu verstellen. Das machen, was einem Spaß macht und den eigenen Neigungen entspricht, dann wird man zufrieden und erfolgreich durchs Leben gehen. Matthias Leib, Berater Firmenkunden, Prokurist für die Region Mitte am Standort Frankfurt der APO Bank. Also das Highlight sind definitiv die Kundentermine, die neu gewonnenen Kunden und die Themen, die man dort platzieren kann. Wenn man da mit seiner Lösungskompetenz, seinem Know-how punkten kann, sieht, wie mit den Mitteln und Lösungen, die wir bereitstellen, dort im Unternehmen eine Entwicklung stattfindet. Das sind einfach Highlights. Einschränkung dahingehend, das ist ein Job im Vertrieb. Das heißt, wir haben viele Kundentermine. Wir sind auch aktiv auf Messen, Kongressen, Veranstaltungen mit dabei, organisieren diese Veranstaltungen selber. Damit ist natürlich auch ein entsprechender Zeitaufwand verbunden. Es ist eine Reisetätigkeit, durchaus erheblich damit verbunden. Mein eigenes Geschäftsgebiet, wo ich mitverantwortlich bin, das ist die Region Mitte. Das erstreckt sich einmal quer durch Mitteldeutschland, von Saarland im Westen bis zur tschechischen Grenze nach Oberfranken. Und das heißt, man ist eben auch viel on the road oder im Zug unterwegs. Wobei ich sage, das sind Themen, die gehören einfach zu einem Vertriebsjob ein Stück weit dazu. Von daher sehe ich das persönlich jetzt weniger als einschränkend. Die APO Bank als Spezialbank ist letztendlich rein auf das Gesundheitswesen fokussiert. Dort bin ich als Berater Firmenkunden für die Betreuung und Akquisition von Unternehmen im Gesundheitswesen tätig. Das sind Unternehmen aus den Branchen Medizintechnik, Pharma, Pharma-Großhandel. Daneben betreue ich Unternehmen der stationären Versorgung, sprich Krankenhäuser, Reha-Kliniken, Pflegeheime. Und was wir in unserem Bereich noch mit abdecken, das sind großvolumige Investitionsvorhaben im Immobilienbereich, sprich die Realisierung von Ärztehäusern oder Gesundheitszentren. Der Tag startet, indem man sich einen Überblick verschafft, welche Kundentermine habe ich heute, habe ich mich da noch entsprechend vorzubereiten, sprich über welches konkrete Thema wollen wir in dem Termin sprechen, was ist in der Vergangenheit bei dem Kunden passiert, wie sind wir im Moment bei dem Kunden engagiert und wie wollen wir auch den Kunden weiter begleiten und uns mit dem Kunden weiterentwickeln. Man nimmt aus dem Kundentermin Aufgaben mit, die Themen, die besprochen wurden, und kanalisiert die dann intern und koordiniert diese Themen dann als zentraler Ansprechpartner One Face to the Customer gegenüber dem Kunden und schnürt dann auf Basis der Aufgabenstellung, mit der man aus dem Kundentermin rausgegangen ist, entsprechende Lösungspakete. Bei der APO Bank bin ich seit November 2015. Davor war ich inklusive Bankausbildung 15 Jahre bei einer großen Volksbank in meiner Geburtsstadt Mainz. Das heißt, mit einer Bankausbildung begonnen, anschließend direkt im Firmenkundenvertrieb gestartet, als Gewerbekundenbetreuer, dort für kleine geschäftliche Kunden zuständig gewesen und anschließend die klassische Weiterentwicklung im Firmenkundenvertrieb durchlaufen. Das heißt, vom Gewerbekundenbetreuer zum Firmenkundenberater. Und vor meinem Wechsel zur APO Bank habe ich dann den Bereich Corporate Banking. Das war ein Bereich, der sich schwerpunktmäßig mit der Akquisition und Betreuung von mittelständischen Unternehmenskunden beschäftigt hat, mit aufgebaut. Parallel zu dieser beruflichen Weiterentwicklung habe ich Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule in Mainz studiert und die komplette Weiterbildungsschiene im Firmenkundenvertrieb an den Genossenschaftsakademien durchlaufen. Es gibt mit Sicherheit nicht den idealtypischen Werdegang, um Firmenkundenberater zu werden. Sicherlich von Vorteil ist, dass man eine Bankausbildung hat mit einer wirtschaftswissenschaftlichen Weiterbildung, denn das bringt einfach den notwendigen fachlichen Background und diese Themen sind auch elementar, um sich dann mit unseren Kunden auf Augenhöhe bewegen zu können. Neben diesen fachlichen Skills ist es mit Sicherheit wichtig, wir arbeiten im Vertrieb, haben tagtäglich mit Menschen zu tun. Das heißt, Empathie, ein gewisses Maß an Sozialkompetenz, Spaß am Umgang mit Menschen, ist einfach wichtig, diese Themen mitzubringen. Denn Banking ist, und das im Firmenkundengeschäft umso mehr, weil es ein sehr individuelles Geschäft ist, People's Business.